Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge der 6. Staffel hier bei State of Decay 2. Ich bin der Palzi, das hier ist Wilkinson, Mitchell Wilkinson, unser Programmierer. Wir sind hier in Limeston und waren dabei, ein bisschen zu plündern. Ich mache auch beim Bronto-Gas jetzt gleich weiter, denn da müsste eigentlich noch ein Treibstoffpacksack drin sein und der sollte uns durchaus helfen können in der aktuellen Situation. Hab natürlich beim letzten Mal, das ist mir ein bisschen viel. Na, kämpfen für Loot, Palzi? Eigene Regeln wieder brechen? Natürlich, Regeln sind zum Brechen da. Das weiß doch jedes Kind. Nee, wir brauchen Treibstoff, wirklich. Das ist, ich will nicht sagen, dass es ein Bottleneck ist, zumal wir ein Handelsdepot haben. Aber da hatten wir zuletzt nicht mehr so viel. Du auch noch. Also schauen wir kurz rein. Ist natürlich blöd, dass ich beim letzten, in der letzten Folge nicht einfach das Gebiet hier gesichert habe. Wäre das alles ein bisschen ruhiger gewesen, denn Materialien brauchen wir, Treibstoff brauchen wir, Lebensmittel. Zweimal Materialien haben wir im Kofferraum. Und dann gucken wir jetzt, ob wir hier Treibstoff kriegen können. The zone isn't Z-free just yet. So, jetzt ist die Stelle gesichert. Dann wollen wir uns auch mal umsehen. Der Curveball, der hier aktiv war, dickhäutig, der ist ja inzwischen vorbei. Hooray. Oh, er ist echt positiv, ne? Hooray. Ja, komm. Du findest schon einen Packsack, glaub mir. Guck mal, in der kleinen Flasche da, da ist doch bestimmt ein Packsack mit Treibstoff drin. Sometimes hope can pay off. Aufklappbare Bundesstaat-Landkarte. Wissen ist Macht, wenn man weiß, wie man das Ding wieder zusammenfaltet. Die Anspielung versteht wahrscheinlich keiner mehr, ne? Gerade, naja, die Älteren vielleicht und meine Zuschauer haben ja eigentlich ein gewisses Alter. Ja, früher gab es Karten noch in Papierform. So, was machen wir denn dann, wenn da leer ist? Da können wir Lebensmittel herbekommen, die können wir aber auch vom Tatenmarkt kriegen. Ach, lass uns mal rüberfahren zum Dirty Bird Espresso. Hatten wir hier die Seuchen, da war irgendwo ein Seuchenherz, das wir gemacht haben, aber das ist leer, ist okay. Also fahren wir kurz hier hin. Was ich da gehört habe, da war auch ein Bloater gerade schon, oder? Ah, da ist er. Ich sehe ihn. Und ich höre den Dackel und damit ist hier eigentlich vorbei, wollte ich gerade sagen. Ja, da ist eine Ekelhorde weg hier. Ekelhorde Abmarsch. Na du? Ja, er will. Dann bringen wir das Zeug gerade hier und dann gucken wir mal in den Tatenmarkt rein. Bolzen brauchst du nicht. So, das hier ist gelootet. Da wäre auch noch ein Schuppen mit potenziellen Materialien. Wir haben aber, hock dich erstmal hin, stehen, wenn man die Lage begutachtet, ist nie gut. Hier könnte noch ein Treibstoffpacksack sein. Da auch. Das sieht doch alles hervorragend aus. Lohnt es sich dann? Ja, wir brauchen auch Lebensmittel. Wir gucken da jetzt drin. Und es wird, glaube ich, auch schon wieder heller, ne? Coast is clear. Und viel näher zum Außenposten geht es ja nun wahrlich nicht. Eine Rauchgranate, das kann hilfreich sein.
Ja, Plan hinsichtlich der Seuchenherzen, also das Schwarzherz werde ich erst zuletzt angehen. Also ich habe keine Lust. Was war das? Auf ein drittes Schwarzherz, wenn das wirklich von der Moral abhängig sein sollte, die ja bei uns ausgesprochen gut ist. Dann ist das zweite Schwarzherz hier definitiv das letzte, das ich auf dieser Karte machen werde. Ich meine, ich könnte die Curveballs im Menü. Ich glaube, das geht. Jederzeit deaktivieren. Aber das ist ja nun nicht Sinn der Sache. Ich möchte ja mit den Curveballs spielen. Aber zweimal der gleiche Curveball, das finde ich nicht gut. So, nimm mal den Sprit raus, pack die Lebensmittel rein. Sprit müssen wir dann aber eigentlich schon fast am Mann behalten. Ne? Obwohl, wenn wir jetzt erst nochmal weiter looten hier, ist es vielleicht auch nicht notwendig. Ne, pack mal weg. Reparaturkit im Kofferraum reicht. Leeds Lagerschuppen finde ich interessant. Gegenüber wäre auch ein kleines Lagerhaus mit Chance auf Sprit und Materialien. Hier oben Leeds Silo-Anlage könnte Materialien haben, aber Materialien haben wir zwei. Und mir fehlt jetzt, wir haben auch ein Futter, ein Treibstoffpacksack wäre super. Mülllager. Nee, ich fahre jetzt zum Leeds Lagerschuppen. Denn daneben wäre gegebenenfalls gleich nochmal die Laderampe. Schuppen. Und wenn ihr mir bitte folgen würdet, dann können wir hier auch ein bisschen aufräumen. Stellen uns hier hin. Dass der da jetzt kloppt, ist natürlich weniger schön. Ups, Palzi. Oder ist was drin? Da ist was drin, da ist was drin. Du hast keine Heimlichkeit. Du willst da gucken gehen. Kümmern wir uns jetzt mal um die zwei hier erstmal. Er ist auch. War hier nicht auch irgendwo da oben ein Secret Weapon Spot? Ja, ja, war hier in dem Container oder dem daneben. Aber ich glaube, der hier war es. Pentamizin. So, wenn die da rauskommen, wäre das gut, dann kann ich ja rein. Dann fangen wir da mal an, ein bisschen zu schießen. Irgendwas ist hinter mir.
unter dem Wagen, okay. Upsie. Und mit ihm können wir ja stiefeln. Das ist ja noch viel besser. Wie sieht's eigentlich aus mit Infektionsherden? Da ist noch alles frei. So, dann wollen wir unsere Armbrustbolzen gerade mal wiederholen. Wagen steht auch nicht gut. Hab die Tür nicht wirklich gesichert. Das sind Materialien, die lasse ich sogar erstmal. Ich bin ja eigentlich eher scharf auf Treibstoff. Parts nehmen wir. Wäre ein Treibstoffpacksack. Das heißt, wenn ich Materialien reinpacke. Ach, das sind auch noch 8 Container. Okay. Nee, dann lasse ich die Materialien hier tatsächlich erstmal. Oder müssen wir noch irgendwas aufwerten? Händleranführer haben wir nicht. Lager ist Stufe 2. Krankenstation bräuchten wir 25. Lounge ist okay auf Level 2. Ganz schön was los hier in der Ecke. Oh, ich sehe natürlich nicht, aber irgendwas ist hier direkt hinter. Ach nee, und erkunden auf der Minimap sagt ja, dass wir eigentlich fein sind hier. Ich habe aber auch kein Feuer dabei. Fangen wir doch mal einfach an zu schießen. Oh, dieses dämliche Gehämmere gegen die Tür. Ja, Energy Drinks immer willkommen. Brandeisen kann man gut salvagen. Das ist extrem schwer, aber her damit. Das deckt Materialien, lasse ich erstmal. Kurzen Blick ins Seuchenherz, da ist Treibstoff. Anyone out there? I need some help. Du steckst im Kofferraum. Dich will ich auf jeden Fall haben. Wo sind denn die restlichen 2 Container jetzt? Erstmal. Ach, da draußen ist noch irgendwas. Gehört das dazu? Ach nee, das ist drinnen. Da habe ich mich wohl ein wenig verguckt. Überlebender in Not, natürlich auch interessant.
Chemikalien. Den letzten Container können wir auch aufmachen, weil wir hinten Materialien-Packsack noch haben. Dich würden wir mit wegkriegen, wenn ich das Toolkit in den Kofferraum packe. Aber mehr geht jetzt im Moment nicht. Also zum Außenposten. Rearrangieren, dann gucken, da war ein Überlebender in Not. Containerstapel, das ist wieder mal in Lowell. Rein. Ein Reparaturkit am Mann. Einmal Sprit am Mann. Wo ist der Überlebende in Not? Da oben. Ah, gucken wir uns das an. Verstärkung können wir ja brauchen. Vielleicht hat er einen brauchbaren. Also ich bin jetzt, ich nehme nicht mehr alles auf. Entweder hat er einen leeren fünften Slot oder einen brauchbaren fünfte, brauchbare fünfte Fähigkeit. Gerade kommen sogar noch ein paar mehr, bevor du zu einem Problem wirst, kriegst du die Tür. Und dann schräg, er schafft es hoch. Stop looking for the perfect outpost, because this is it. Wenn ich jetzt hier oben bin, dann hole ich aber auch gleich noch the Zeds are hitting one of our outposts. Das Rare Weapon Case hier hinten. Ja, und hör auf zu laufen, da Palzi. Das ist Marke ohne Wert. Wo war denn das? Da ist es. King Vulture. Bolzen können wir auch brauchen. Die sind weit genug weg. Kannst wieder rennen. Den Lagerschuppen an. Mal schauen, was der will. Eine Leeds-Silo-Anlage an sich ein guter Außenposten, aber wir haben ja leider nur, obwohl wir könnten den Militär-Checkpoint aufgeben. Den brauchen wir ja an sich nun nicht mehr und da müssen wir uns auch drum kümmern.
jetzt gucken wir erstmal hier. Na, was hast du, Joe? Tochter zu finden. Flüchtlingslager getrennt. Das könnte gut sein. Könnte gut sein. Klar, nehmen wir. Ne, potenziell 2 Neuzugänge, wenn die Tochter überlebt. Das. Oh. Packung mit Mentholzigaretten. Sag mal, Joe. Ach, Musiker. Dann lass mal kurz. Das nehmen, dann kriegen wir noch ein bisschen mehr mit. So. Theoretisch kriegen wir sogar noch mehr mit, denn die Reparaturkits würden ja im Auto stacken. Und als alter Lootgeier kann ich mir das ja nicht entgehen lassen dann, ne? So. Das ist mir egal, lasse ich erstmal drin. Wir fahren jetzt erstmal zum Außenposten. Don't let the deadhead see you. Außenposten anfahren, das Zeug reinwerfen und dann kümmern wir uns um West. So, Benzinkanister können wir gleich nutzen. So, Reparaturkits raus, das rein. Und dann aber auch Flottcharakter wechseln, denn du bist lang genug unterwegs. Oh, ich habe mal wieder nicht dran gedacht, welche Waffe er hatte. Ein AR? Oder die da? M4A1 mit Visier. Okay. So, dann nach Wilkinson ist Clay dran. Clay Timberwolf, okay. Klassische Armbrust, Sidearm, Bolzen. In dem Falle jetzt auf jeden Fall auch Feuer und ein Seuchenheilmittel, falls die Seuche hat. Dann können wir sie zumindest noch retten. Und dann können wir Reparaturkit und Sprit mitnehmen auch noch. Und dann los, Joe. Gucken wir jetzt nach deiner Tochter. See the place from here. You in here? Just hang in there.
So, Joes Tochter ist also tot. Und ich weiß nicht, ob ich mich mit dem Musiker belasten möchte. Das muss ich ehrlich sagen. Okay, move it along. Nothing to see here. So, wir sichern aber erstmal ganz schnell. Na komm schon. Well, everything seems calm here. So, dann Prioritäten. Erstmal Tochter looten. Muss auch ätzend sein, ne? Suchst du dein eigenes Kind durch die Apokalypse hindurch und dann sowas. Ich war so knapp dran. Ich kann nicht glauben, dass mein Baby tot ist. Na, so babymäßig sieht die nicht mehr aus. Ich habe das für den Fall aufgehoben, dass ich sie finde. Es gehört dir. Dose mit Butterkeksen. Okay, die will ich auf jeden Fall haben. Butterkekse. Oh, hätte ich auch mal wieder Bock drauf. So, dann nehmen den da auf den Rücken. Der Rucksack ist am schwersten. Und dann hol dir die Dose mit den Butterkeksen. Aus Schottland importiert. Butterhaltig und köstlich. Ich habe so lange nach Chris gesucht, dass ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Ja, aber hier Cardio bastet, Geistesgegenwart ist bastet, Musiker als fünften Skill. Du wirst sicher einen Weg finden, ja. Ich glaube, so ist es. Da scheint irgendwas nicht zu laufen. Welchen Außenposten? Auf dem Heimweg fahren wir da vorbei. Und da wir jetzt hier am Außenposten vorbeikommen, werde ich die Gelegenheit aber auch gleich nutzen, um das Inventar etwas zu entrümpeln. Ach doch, das brauchen wir ja wohl. Gib mal das Feuer wieder her. Wir müssen uns ja um Infektionsherd gerade noch kümmern. So. Clay. Sind eigentlich alle Helden bei uns? Ja. Ja, sowas passiert, wenn man die ganze Zeit lang nicht spielt, hat man keine Ahnung mehr, ne? So, Dackel, willkommen. Können wir hier abkürzen eigentlich? Straße. Ich glaube, hier kann man abkürzen. Dann muss man da nicht durch den Engpass. Da steht unser Norma. Voll gefressen. Das scheint ja mal ein angenehmer Curveball zu sein. Ist unsere Moral so schlecht? Ja, sie ist auf jeden Fall schlechter, weil wahrscheinlich irgendwas ausgelaufen ist. Vielleicht Seuchenherz zerstört oder sonst was. Oder wir haben zu viele Infektionsherde. Weiß der Geier. Achso, die laufen ja nicht, ne?
wegmachen. Und dann schnell einen. Oh, da habe ich natürlich. Den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. That thinks fast ist immer ein Indikator für Probleme. Völlig neue Basis, ja, können wir auch machen. Jetzt fahren wir erstmal zu dem Infektionsherd hier hoch. Und dann müssen wir auch die Packsäcke loswerden. So, kommt mal her hier. So, wo ist der Screamer? Steht noch auf dem Hof da. Nicht gut. Der muss natürlich erst noch ein bisschen raus. Da ist er draußen. So, danke dafür. Und dann verkrümeln wir uns hier auch. Können dann in Ruhe gucken, welche Enklave die randalierenden Außenstehen war. Aber war das nicht die Starter-Enklave? Oh, sag mir nicht, dass das eine Ekelhorde ist hier. Nee, das ist aber eine infizierende Horde. Da ist doch noch ein Dackel, den habe ich auch schon wieder gehört. Da kommt er. Und den Rest müssen wir jetzt eben mal so erledigen. Und auch dich, mein Sohn Brutus. Da ist sowieso kein Bolzen. Noch den Wagen an den Spot bekommen. Bloater in sight. Und dich will ich eigentlich auch noch weg haben. So. Sehr schön. Das doch auch. So, es kann alles rein. Dann als erstes Impaler, bitte Sprit. Reparaturkit kann auch wieder rein. Die zwei können transferiert werden und der Rest muss ins Schließfach. Prepper ist natürlich auch interessant. Aber ich glaube, die randalierenden Außenstehenden haben Priorität. So, du hattest eine Timberwolf. Und dann, ihr Lieben, wär's das auch erstmal für diese Folge, von der ich hoffe, dass sie euch gefallen hat, euch auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein lässt. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Bis dann, euer Palzi.